Willst du mit mir Drogen nehmen, dann wird es rote Rosen regnen. Ich hab's in einer Soap gesehen. Willst du mit mir Drogen nehmen? Komm, wir gehen zusammen den Bach runter. Ja, hallo und herzlich willkommen zum nächsten Teil von meinem Let's Play zu Batman Arkham Asylum. Wie ihr meine mängelsgleichen Gesang gerade entnehmen konntet, ist Batman auf einem üblen Drogentrip. Und zwar wurde er Scarecrows Angstgas ausgesetzt. Und ja, das Zeug haut ganz schön rein, wie ihr seht. Und jetzt erkunden wir einfach mal diese wunderbare Drogenwelt und sehen, was Batman so vor sich hin halluziniert. Ziemlich großer Typ. Ja, wie ihr seht, hat er jetzt diese wunderbaren Guckerchen, die den Raum mit Licht fluten, möchte ich es jetzt mal nennen. Und ja, er kann das auch nur mit einem Auge. Diejenigen, die Asterix und Obelix kennen, wissen, was ich meine. Jedenfalls darf ich jetzt nicht von seinem Licht erfasst werden, denn dann ist der Spaß vorbei. Was war das denn? Ich selber war gerade Scarecrow. Wie kann er das sein? Naja, ist halt ein harter Tritt. Und deswegen verstecke ich mich natürlich jetzt hier mal schön hinter den Vorsprungen und so weiter und so fort. Damit Scarecrow mich nicht mit seinem Guckerchen erwischt. Ich muss mal schnell das Explosivgel spülen. Verstecken wir uns wieder. Willkommen in meiner Welt. Ah, verdammt. Das war knapp. Was versuchst du anzustellen? Hier hinterbleiben kann er uns nicht sehen. Schnell weiter. Du würdest zu schnell den Scheinwerfer mit dem Bettsignal. Was machst du, kleine Fledermaus? Ja, das hat Scarecrow gar nicht gefallen. Sehen wir uns doch mal die Charakterbiografie an. Jonathan Crane wurde in seiner Kindheit und Jugend schwer gehänselt und schwor sich, seine Ängste durch das Studium der Psychologie und Biochemie zu überwinden. Nach seiner Zwangsexmatrikulation aufgrund verschiedener Experimente an Menschen nahm er die Entität an. Nochmal. Das ist aber auch ein schwieriger Satz. Nach seiner Zwangsexmatrikulation. Eigentlich sollte ich schon einen Orden bekommen dafür, dass ich das Wort in 1 richtig gelesen habe. Und wenn ich Zwangsexmatrikulation lese, sticht für mich auch nur das Wort Sex hervor. Was verrät das über meinen Charakter? Das ist ja furchtbar. So, jetzt aber. Nach seiner Zwangsexmatrikulation aufgrund verschiedener Experimente an Menschen nahm er die Identität Scarecrow an. Seine Hauptwaffe ist ein Spezialgas, das die Ängste jedes Menschen real erscheinen lässt. Aufgrund seiner kriminellen Schreckensherrschaft ist er einer der gefährlichsten Feinde Batmans. Warum steht bei ihm da jetzt Berufsverbrecher und nicht wieder Psychologe oder sowas? Ey, ich verstehe das nicht. Na gut, Jonathan Crane, Meister der Psychologie und Chemie, Erfinder eines Angstgases, zwanghaftes Verlangen, anderen Angst zu machen. Unnötig zu erwähnen, dass Halloween seine Lieblingsjahreszeit ist.
Oder die, ja, Jahreszeit ja nicht, aber die Lieblingsfeiertagszeit. Kannst du mich hören? Bruce, was ist los? Oracle, mir geht's gut. Was ist passiert? Ich habe den Kontakt verloren. Bist du sicher, dass es dir gut geht? Hast du meinen Dad gefunden? Ja, mir geht's gut. Ich hatte eine kleine Auseinandersetzung mit Scarecrow. Das hat mich aufgehalten. Bin gleich wieder da. Ja. Scarecrow hat ja auch, oder wurde ja auch thematisiert in Batman Begins, dem ersten Teil der Christopher Nolan-Reihe. Da wurde er gespielt von Cillian Murphy. Und ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt, aber der deutsche Synchronsprecher von der Leiche von Thomas Wayne, also Bruce' Vater eben gerade, hatte die Originalstimme, die Cillian Murphy in Batman Begins hat, also in der deutschen Version. Finde ich schade, dass man dieses Detail nicht aufgegriffen hat und Scarecrow dieselbe Stimme gegeben hat wie in Batman Begins. Das wäre für deutsche Spieler auch ein nettes, kleines Zusatzfeature gewesen, möchte ich mal sagen. Aber gut, man kann ja nicht alles haben. Das Riddler-Rätsel, was war denn das gerade? Da stand gerade irgendwas mit dem Fisch. Mal gucken, hier, Riddler-Herausforderung. Bam, 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 bam. Welcher lautlose Killer der Meere kann in einem winzigen Glas gefunden werden? Aha. Dann würde ich mal vermuten, dass wir hier vielleicht ein Glas scannen müssen. Nein. Hier ist ein Glas. Das sieht doch gut aus. Ah. Das eine hätte ein Affe lösen können. Der große weiße Hai. Auch sein, Eintrag sehen wir uns an. Als der korrupte Investor und Millionenbetrüger Warren White vor Gericht auf Unzurechnungsfähigkeit plädierte, um dem Gefängnis zu entgehen, ahnte er noch nicht, dass seine Einlieferung nach Arkham das weit größere Übel sein würde. Während er von den anderen Patienten der Anstalt in den Wahnsinn getrieben wurde, kostete ihn eine Begegnung mit Mr. Freeze Haare, Nase, Ohren und Lippen. White, der nun mehr denn je einem Hai ähnelte, schliff sich daraufhin die Zähne und nannte sich großer weißer Hai. Dank seiner Beziehung in der Finanzwelt ist er inzwischen eine feste Größe der Gothamer Unterwelt und betreibt aus seiner Zelle heraus zahlreiche illegale Geschäfte. Natürlich ist er ein Berufsverbrecher. Und man muss Comicbücher einfach lieben für den Fakt, dass der Typ, der komplett weiße Haut hat, albino-mäßig ist, er auch einfach den Namen Warren White hat. Gott! Und Finanzgenie, das sein Wissen für verschiedene Verbrechen nutzt. Sein vernarbtes Gesicht erinnert an einen Hai, spitz geschliffene Zähne. Auch ein eher unbekannter Charakter, wenn man die Comics nicht kennt. So, unserer Korridor. Und Joker war wieder mal so nett und hat uns ein paar Hinweispfeile hinterlassen. Wir sehen noch da hinten direkt wieder drei Gegner. Es war nicht Gordon. Crane's Gas muss mich mehr angegriffen haben, als ich dachte. Fühlst du dich verloren, kleine Fledermaus? Hast du Probleme, herauszufinden, was real und was dein Hirngespinst, das kleine verborgene Hirn ist? Genau wie bei mir! Finde dich damit ab, es wird leichter, wenn man sich darauf einlässt. Wirklich. Hallo! Ich werde mal. Auch so schön die Aussage vom Joker gerade, dass Batman sich doch einfach auf die oder auf den Wahnsinn einlassen soll. Das ist auch ein Standardsatz von ihm in den Comicbüchern. Weil ja, es sollte offensichtlich sein, dass das Jokers Ziel ist, es ja einfach nur Batman komplett fertig zu machen und quasi einen gebrochenen Menschen aus ihm zu machen. Und für ihn wäre natürlich das oberste Ziel oder der oberste Erfolg, wenn Batman genauso irre werden würde wie er.
Wobei der Joker ja der Meinung ist, dass Batman sowieso schon genauso irre ist wie er. Ich bin mir nicht sicher. Muss ich jetzt da wieder lang, oder? Jedenfalls, finde ich es ein ganz nettes Detail, dass der Joker ihn natürlich auch hiermit die ganze Zeit vollbrabbelt. Ich folge jetzt einfach mal Jokers Pfeilen. Ob das so eine gute Idee ist, weiß ich nicht, aber... Bester Ansatz, den ich im Moment habe! Dein geschätzter Police Commissioner ist genau hinter dem Glas! Sieh nur! Harley hat strikte Anweisungen, den alten Mann zu töten, wenn einer meiner Männer auch nur vermutet, dass du im Raum bist! Sie patrouillieren schon. Ich habe ihnen gesagt, dass du auf dem Weg bist. Hier ist der Deal. Wenn du es schaffst, zu Harley zu gelangen, ohne dass es jemand merkt, gebe ich dir das nächste Geschenk. Schaffst du es nicht, stirbt der alte Kauz. Mann, vielleicht gebe ich dir sogar Harley. Sieht aus, als könntest du eine neue Assistentin gebrauchen. Ja, jetzt müssen wir also den Commissioner retten, ohne dabei entdeckt zu werden. Oh, jetzt haben wir eine Riddler-Geheimniskarte gefunden. Du hast also eingewilligt und meine Karte genommen. Ich hoffe, sie wird dir helfen. Dadurch sehen wir auf dem Kartenbildschirm, wo ungefähr Riddler-Trophäen sind und Riddler-Geheimnisse. Das macht nichts. Erstmal scannen wir wieder diesen Wert, denn ich bin mir sicher, dass das wieder ein Riddler-Rätsel ist. Ja. Und jetzt kommen wir zu Bane. Yep. So sieht Bane in den Comics aus, für Leute, die nur The Dark Knight Rises kennen. Da Bane bereits vor seiner Geburt verurteilt wurde, anstelle seines verstorbenen Vaters dessen Gefängnisstrafe zu verbüßen, wuchs er unter unmenschlichen Bedingungen im Gefängnis von Santa Prisca auf. Sein einziger Freund in diesem Höllenloch war sein Teddybär Osito. Bane flüchtete sich in die Meditation und das Studium unzähliger Bücher und entwickelte so eine unglaubliche Konzentrationsfähigkeit. Für militärische Experimente zur Erforschung des Steroids Venom missbraucht, überlebte er dank seines eisernen Willens als einziger und konnte fliehen. Als Machtbeweis jagte er Batman und brach ihm das Rückgrat. Aber dieser überlebte und schaffte es, Bane zu besiegen, indem er die Venom-Zufuhr unterbrach, der Bane seine übermenschlichen Fähigkeiten verdankte. Ja, bürgerlicher Name unbekannt, natürlich ist auch er Berufsverbrecher. Ohne seine Drogen ist er nur 1,67 und auf Venom ist er 2,3 Meter. Genauso wie sein Gewicht 64 Kilo beträgt, beziehungsweise 159. Er ist ein strategisches Genie. Er ist zielorientiert, ungewöhnlich heftige Reaktion auf Venom, das ihm außergewöhnliche körperliche Fähigkeiten verleiht, entschlossen Batman und alle anderen Gegner zu besiegen. Ja, in den Comics ist es definitiv so, dass Bane so ein Muskelprotz ist und so eine Kampfmaschine, weil er eine Droge namens Venom hat, die ihm zu unfassbarer Stärke verleiht und er dann zu diesem riesigen Fleischklops wird, auf den selbst Broly von Dragon Ball neidisch wäre. Und in The Dark Knight Rises haben sie das halt abgeändert, weil das wäre halt einfach dämlich gewesen. Ne? Sie haben das einfach da so dargestellt, dass Bane einfach so ein richtig harter, starker Typ ist, was jetzt nicht unbedingt verkehrt ist, denn die Christopher Nolan-Filme sind ja ein bisschen mehr in der Realität verankert. Also es haben, ich weiß ganz genau von einigen Fans, dass sich welche tierisch darüber aufgeregt haben, dass Bane halt nicht Venom benutzt, aber ich fand das in dem Film sowieso gut. Hops. Joker macht keine Witze. Er will, dass niemand an den alten Mann rankommt. Und wenn das doch passiert, will ich es nicht ausbaden. Kein Problem. Keiner kommt an mir vorbei. Batman wird bald tot sein und ich berühmt. Wie auch immer, geh rüber und pass weiter auf. Komm weiter. Jetzt geh. Harley hat den alten Mann unter Kontrolle. Wenn du die Fledermaus oder was anderes herumliegen siehst, stirb her! Ja, ich würde mal sagen, Kollege, wir beide kuscheln jetzt mal ein bisschen. Liebe mich, hab mich gern. Der alte Mann sieht aus, als ob er sich gleich in die Hosen macht. Bringt mal einen Eimer her. Ja, das hat's ja gerade gebracht. Riddler-Trophäe. Muss ich vorsichtig sein, ich kann mich einer ziehen.
Da der unten lang geht, kann ich doch nicht. Gefahrlos. Halt dein Maul, damit kommst du nicht durch. Den hier unten schnappe ich natürlich auch sofort. Denk dran, wenn jemand auch nur glaubt, den Mann in Strumpfhosen zu sehen, killt Arne den alten Mann. Ups, ich glaube, fast hätte mich der Kollege da drüben gesehen. Wenn ich hier scanne, sehe ich da schon, was ganz interessant ist. Da scheint jemand zu hängen. Aber wer das ist, sehen wir erst, nachdem ich diesen Raum gesäubert habe. Kein Problem. Ich muss gucken, sind hier überhaupt noch Leute da? Das sieht nicht so aus. Das heißt, ich müsste jetzt eigentlich zu Harley Quinn gehen können. Hört zu, Jungs. Der Commissioner wartet geradezu darauf, dass einer von euch den alten Fledermaus-Freak sieht. Wenn es so weit kommt, erledigt Harley den alten Mann. Ich habe einen tollen Preis für den, der ihn zieht. Ja, und da würde ich mal sagen, schalten wir Harley Quinn aus. Mach's gut, Baby. Du hast länger gebraucht, als ich dachte. Er ist außer Kontrolle. Er versucht, was zu beweisen. Ich weiß nicht, ob ich ihn diesmal aufhalten kann. Du schaffst es, Batman. Hör zu. Wir sind nicht allein. Er hat noch was anderes da unten. Ich weiß nicht, was es ist. Was für ein Plappermaul! Er verdirbt die Überraschung! Sei still. Oh, hörst du mich? Ja? Gut. Das nächste Stück wird dir gefallen. Er fordert Dr. Youngs Login. Egal, gehen Sie hinter mich. Sofort. Bay. Ich dachte, er wäre aus Blackgate ausgebrochen. Schneid mich los! Wer hat dir das angetan? Dr. Young, die Brucha. Sie hat das Venom aus meinem Blut abfließen lassen. Muss sie stoppen. Tut mir leid, Bane. Die gute Frau Doktor wird nicht viel länger ein Problem darstellen. Wie gefällt dir meine Puppe? Was sagt ihr, schneiden wir ihn ab? Wie sehr mein Controller gerade die ganze Zeit vibriert hat. Ja, jetzt haben wir den Kampf gegen Bane. Und das war übrigens der Zeitgenosse, von dem Joker vorhin gesprochen hat. Na, was denn? Du wirst mir nicht wieder entkommen. Komm doch! Ja, Stein! Hier bin ich einfach irgendwie anderes. Nein! Reiße einen massiven Stein aus der Wand. Und ja, wenn ihr das gesehen habt, was ich getan habe, aber ich habe kurz bevor er gelaufen ist, einen schnellen Batarang geworfen. Weiche aus und lasse ihn dann wie ein Rhinoceros gegen die Wand laufen. Aber er spritzt sich natürlich etwas mehr Venom und das macht ihn direkt wieder stärker. Das ist nicht so lang.
Und jetzt... Stein! Mache ich auch jeden Tag nach meinem Workout, dass ich mal eben so eine massive Steinsäule aus der Verankerung reiße. Alter Fall. Komm, laber nicht. Lauf gegen die Wand. Reiß nur mit dem Störchen aus, damit er sich nicht mehr so viel Venom schützen kann. Immer schön Abstand halten, weil ansonsten treffen mich seine Druckwellen. Lass mich dir helfen! Spring mal schnell wieder weg. Das ist richtig, ich mache so ein Bein auf die. Ich werde dich vernichten! Willst du was davon? Halt still, während ich dein Gesicht in den Boden ramme! So knapp. Ab damit! Ach, jetzt ist hier ja schon eine halbe Volksversammlung. Komm schon! Ja, hau ich mal ein Stückchen schon. Das sind mittlerweile schon ziemlich viele. Aber ich wäre ja nicht Batman, wenn ich das nicht schaffe. Ah, gerade laber ich noch, das kotze ich hier rum. Und schon erwischen wir ihn nicht. Das ist aber auch knifflig, wenn die ganzen Bäume umkommen. Das noch gegen die Wand. Naja, spiel wieder mit dem Kieselstein. Ich werde dich vernichten! Davon sehe ich bisher noch nicht viel, Wayne. Und jetzt kriegst du nochmal schön auf die Fresse. Geht's dir gut? Mir geht's gut, Jim. Wo ist Quinn? Weg. Sie muss abgehauen sein, als Bane dich rumgewirbelt hat. Wir müssen dich von der Insel runterbringen. Ich bin kein Anfänger. Ich kann das selbst regeln. Ich zerbreche dich, Batman. Und danach die Brucha. Nein, Bane! Diesmal zerbreche ich dich! Ja, kann man mal machen, ne? Jim, geh zurück aufs Festland. Es ist zu gefährlich hier. Es gefällt mir nicht, dich hier zu lassen. Das Radio sagt, er hätte Bomben über ganz Gotham verteilt. In Gotham wird Panik ausbrechen, du wirst da gebraucht. Wir sind bereit zu gehen, Sir. Bane hat Dr. Young Brucha genannt. Was bedeutet das? Das ist Spanisch für Hexe. Ah, hablas español, eh? Oracle, geh die Computer der Stadt durch. Suche alles über Dr. Young. Ich sehe mir die Sachen dann an, wenn ich in der Höhle bin. Eine Betthöhle auf Arkham Island? Ich habe sie vor Jahren erbaut. Es ist das Beste, wenn man für solche Situationen vorsorgt. Wie hast du geschafft, das geheim zu halten? Ich bin's, vergiss das nicht. Und glaubst du, dass Dr. Young mit Venom experimentiert hat? Derselben Chemikalie, die Bane in dieses Tier verwandelt hat?
Ja, ich bin besorgt. Bane schien noch mächtiger als sonst zu sein. Joker will das Venom und das kann nur Ärger bedeuten. Ich gehe jetzt nach Arkham North zum Deadman's Point. Ich melde mich, wenn ich in der Bathöhle bin. Auch sehr nett. Einfach nur als Grund zu sagen, Batman, könntest du das mal einreißen? Vergiss nicht, wer ich bin. Ich bin Batman! Natürlich! Batman kann alles. Ja, ich denke mal, wir kaufen uns auch schnell dieses letzte Upgrade hier, was wir jetzt noch freigeschaltet haben. Driver Battery. Ja, ein ferngesteuerter Battering, das ist ganz nice, das kaufen wir uns. Und ja, mit diesen wunderschönen Hafenimpressionen verabschiede ich mich aus diesem Teil des Let's Plays. Und ich hoffe, ihr schaltet auch das nächste Mal wieder ein. Bis dahin sage ich erstmal Hauense Bauense!